Liftoff, we have a liftoff. Das Schnäppchenraumschiff hebt ab. Herzlich willkommen zur Countdown-Show. Hier ist jeder Countdown-Platz Ihr günstiger Preis. Entdecken Sie Schnäppchen wie aus fremden Galaxien. Einen wunderschönen guten Abend und recht herzlich willkommen zur Countdown-Show hier bei Pearl TV. Die wohl einzige Show im deutschen Teleshopping, bei der Sie wahrhaft galaktische Preise abräumen können. Ich werde Ihnen gleich im Rahmen eines Countdowns insgesamt 10 verschiedene Schnapper präsentieren können. Und der Preis eines jeden einzelnen Schnäppchens richtet sich nach seiner Position im Countdown. Und das heißt für Sie im Klartext, das Schnäppchen auf Countdown-Position Nummer 10 kostet heute in unserer Countdown-Show gerade mal 10 Euro. Das Schnäppchen auf Position Nummer 9 kostet Sie gerade mal 9 Euro und so weiter und so weiter. Und Sie ahnen das natürlich auch schon. Natürlich werden wir auch die Countdown-Plätze 3, 2 und 1 kennenlernen. Und diese Artikel bekommen Sie dann wirklich für 3, 2 oder 1 Euro. So, natürlich lohnt es sich, bis zum Ende zu bleiben. Und ich für meinen Teil, ich bin soweit. Und auch Mission Control meint... Alle Systeme sind bereit. Das klingt ganz hervorragend. Dann starten wir den Countdown mit Countdown-Position Nummer 10. Schönen guten Abend. Juhu. Und wir starten direkt mit einem absoluten Highlight. Monika hat es schon umgelegt und auch ich habe es ehrlich gesagt kaum erwarten können, Ihnen dieses Highlight hier bei uns aus dem Programm zeigen zu können. Ingo ist ein Riesenfan davon und ich glaube, aus der ersten Präsentation mit Ingo heraus hat er gleich zugegriffen. Ein Kopfhörer, ein sogenanntes Over-Ear-Headset, was wir jetzt für Sie haben. Und das kann man natürlich kabellos ganz einfach mal mit seinem Smartphone oder mit jedem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbinden. Das heißt, Sie haben hier absolute Freiheit, sich völlig frei zu bewegen, sei es mal zu Hause, um mal ganz entspannt und ungestört für andere mal seine Lieblingsmusik zu hören, aber natürlich auch mal für den Außenbereich. Wenn Sie mal mit dem Hund rausgehen, wenn Sie vielleicht mal mit der Bahn fahren oder mit dem Zug mal eine Weile länger unterwegs sind, sind Sie hier ganz einfach mal in Ihrer eigenen Welt, um Ihre eigene Musik zu hören. Das Schöne ist, dieses fantastische Teil kann man natürlich nicht nur mit Bluetooth oder via Bluetooth mit seinem mobilen Endgerät, mit dem Handy oder mit dem Laptop verbinden. Natürlich ist auch gleichzeitig schon ein Radio eingebaut. Und das finde ich spitzenklasse. Kommt schon mal gelegentlich vor, hat man eine Sportübertragung oder sowas, die man ganz gerne hören möchte. Trotzdem muss der Hund natürlich abends noch mal eine Runde laufen. Ja, dann haben Sie hier das ganze Paket trotzdem griffbereit. Ich finde den ausgesprochen angenehm zu tragen. Was meinst du dazu? Der liegt auch super an den Ohren und man halt auch so eine Schalldämpfung. Also ich habe dich gar nicht mehr so genau verstanden. Aber das möchte man ja in dem Fall dann auch nicht. Man möchte ja den Musikgenuss hier genießen und das kann man hiermit auf jeden Fall. Ich setze sie mal wieder auf. Super. Ja. Also die drücken nicht, tut nicht weh. Ich verstehe dich gerade nicht, aber das ist mir auch gerade gar nicht so wichtig. Ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt nichts gesagt. Ich wollte nur mal testen, wie gut der Schall hier de facto funktioniert. Ein sehr, sehr schöner, ein sehr komfortabler Hörer, der natürlich auch so gut wie gar nichts mehr wiegt. Sie werden ihn auf den Ohren oder auf dem Kopf im Allgemeinen gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Und dieses Kunstleder hier ist wirklich butterweich, trägt sie also wirklich ganz, ganz hervorragend. Und das Ganze ist natürlich auch akkubetrieben. Das heißt, Sie müssen also keine Batterien oder sonst etwas reinpacken, die das Gewicht erhöhen oder die für Folgekosten sorgen. Hier wird das Ganze ganz einfach wieder aufgeladen an einem stinknormalen Netzteil. Kabel ist dabei. Und da hält der Akku mal für locker 22 Stunden. Funktioniert natürlich auch mal für einen PC. Wenn Ihr PC Bluetooth kann oder Ihr Laptop, kann man das natürlich auch mal genießen. Und ich glaube, mal einen Film zu schauen, mal einen Film zu streamen beispielsweise über so einen Streamingdienst oder vielleicht auch mal direkt an den Fernseher anzukoppeln. Auch das funktioniert, wenn er bei Ihnen zu Hause Bluetooth-fähig ist, ist das ein ganz fantastisches Gerät. Für gerade mal 10 Euro, wir sind im Countdown auf der Position 10. Und ich habe das Gefühl, Monika ist gerade in einer völlig anderen Welt zu Hause. Das hat auch der Niklas aus Wien festgestellt. Nicht, dass Monika in einer anderen Welt zu Hause ist, sondern dass wir eine tolle Ware haben. Guter Klang und einfache Bedienung, sehr zu empfehlen, attestiert er uns. Und die Caro aus Quedlinburg schreibt uns, ich kann diesen Kopfhörer nur empfehlen für denjenigen, der gerne die eigene Musik beim Haushalt oder beim Sport hören möchte. Und noch eine letzte möchte ich Ihnen auch noch vorlesen. Das ist die Anna aus Gallingen. Das Produkt hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich weiß, dass wir den Kopfhörer an anderer Stelle auch ganz gerne mal im Programm haben, dann aber nicht wirklich für 10 Euro. Nee. Den haben wir in der Liste. Finde ich schon sehr, sehr günstig bei unseren Kollegen von Pearl.de mit knapp 16 Euro. Den bekommen Sie heute für 10. Das ist schon mal der erste absolute Schnapper.
Und bevor ich das vergesse, ich möchte es gerne an dieser Stelle nochmal erwähnen, Sie dürfen natürlich auch hier in unserer Countdown-Show bis zu 5-mal pro Besteller bei jedem einzelnen Artikel zugreifen. Nur bei Countdown-Position 3, 2 und 1 müssen wir natürlich einen kleinen Riegel davor schieben. Das heißt, hier bitte nur einmal zugreifen. Beim Kopfhörer können Sie das gerne bis zu 5-mal pro Besteller tun. Bestellnummer hierfür ist die ZX1829 und die 569. Ich finde es alleine schon mal cool, dass du einen Kopfhörer hast mit einem eigenen Radioempfang, oder? Finde ich auch richtig cool, ja. Für den Preis super. Kann man wirklich nichts mehr gegen sagen. Also das ist wirklich absolute Top-Qualität. Wie gesagt, für Smartphone oder für jedes andere Bluetooth-fähige Gerät. Das kann auch mal ein Fernseher sein, wenn er Bluetooth kann. Das kann Ihr Laptop sein, Ihr Computer oder vielleicht auch andere Dinge. Vielleicht auch mal die Stereoanlage, wenn sie Bluetooth-fähig ist, lässt sich dieser Kopfhörer ohne weiteres und denkbar einfach koppeln. Übrigens Bluetooth 5. Das heißt, die Reichweite ist nochmal erheblich verstärkt. Das heißt also, auch das mobile Endgerät kann mal ein paar Meter weiter weg liegen. Und trotzdem haben Sie einen super Empfang. Die ZX1829 und die 569, wie gesagt, gerne bis zu 5-mal bestellbar. Und unser Countdown geht weiter mit Countdown-Position Nummer 9. Jetzt haben wir ein Medizinprodukt der Klasse 2. Wahnsinn. Und immer wenn ich so neben dir stehe, merke ich ja schon, dass das Herz so ein bisschen pulsiert. Können wir gleich mal testen, dein Sauerstoff ist. Wollen wir mal testen, wie es mit der Herzfrequenz und mit der Blutsauerstoffsättigung aussieht. Gucken wir mal. So, einschalten. Mehr muss man auch ehrlich gesagt gar nicht machen. Dann einen kurzen Moment warten. Und jetzt schaue ich mal gerade hier. Liegt das klingt an aber, mir, dass das bei dir gerade so piepst? Das klingt aber komisch, bei oder? Bei mir passt es perfekt. Oh, schau mal. Sauerstoff 97. Ich leg die Hand mal ab. Oh, mein Puls ist auch ein bisschen erhöht. Wo bist du? Bei 71. Das liegt, weil du neben mir stehst. So, wo bin ich denn hier? Also, Blutsauerstoffsättigung 98%. Damit bin ich so, der kalibriert sich noch. Nee, also ich sehe da gerade Puls 93. Ja. Moment. Wow. Aber ist hier im Raumschiff ist das auch anders. Ja, das sind andere Bedingungen, das ist so mangelnde Schwerkraft und so weiter. Ja, Sie kennen das, ja. Sie sind im Weltraum und haben so ein bisschen so ein bisschen Rauschen im Kopf. So, der kalibriert sich noch. Aber ist doch wohl großartig. Und ich finde das ganz hervorragend, dass man hier jederzeit drauf schauen kann. Das heißt, man kann den also so halten, dann kann man es hervorragend sehen. Das Bild dreht sich also quasi. Sie können auch so mal schauen, Sie können auch so halten. Das Bild dreht sich also jedes Mal mit. Und Sie messen natürlich hier schmerzfrei ganz einfach Ihren Puls und Ihre Blutsauerstoffsättigung. Finde ich eine ganz, ganz tolle Variante. Und ich erinnere mich daran, dass ich bei dem einen oder anderen Arztbesuch also auch mal so ein Ding an den Finger bekommen habe. Mhm. Ärzte machen das nicht anders. Und deswegen ist es ein Medizinprodukt der Klasse 2. Ist doch großartig. Wenn man ganz einfach mal zwischendurch beginnt, jetzt wieder die Outdoor-Saison, wie es so schön heißt. Bist du viel unterwegs? Ja, gerne. Auf jeden Fall auch wandern im Harz und so weiter. Meine Großeltern wohnen da. Cool. Und auch da ist man dann ja mal ein bisschen weiter höher über den Meeresspiegel quasi unterwegs. Und wenn man da mal seinen Sauerstoff testen kann, ist super. Ist immer sinnvoll, mal so ein paar Vitalwerte im Blick zu haben, oder? Das ist genau wie Puls und so weiter. Sie kennen das, wenn Sie vielleicht dann doch nach längerer Winterzeit nicht mehr unbedingt so agil waren in den letzten Monaten und dann auf einmal wieder das Wetter schöner wird und man geht mal wieder raus, dann hat man vielleicht ganz gerne ganz einfach mal einen Überblick über seine eigene Pulsfrequenz. Mhm. Übrigens, wenn der Puls oder wenn die Blutsauerstoffsättigung mal zu hoch geht nicht, bei 100% ist Feierabend, aber wenn die Blutsauerstoffsättigung mal zu niedrig sein sollte oder vielleicht der Puls mal in Höhen steigt oder in Regionen fällt, wo er eigentlich nicht hingehört, dann schlägt dieses Gerät auch noch Alarm. Das heißt, bei einem zu hohen oder bei einem zu niedrigen Wert wird dann hier also noch mal eine kleine Alarmfunktion losgehen. Wir haben es gerade gehört, ich habe den Finger nicht ganz richtig reingesteckt. Darauf sollte man natürlich achten. Ja, das ist natürlich wichtig. Aber finde ich immer mal gut im Haushalt zu haben. Und das ist ein Medizinprodukt der Klasse 2. Für 9 Euro finde ich super. Gerade bei OPs wird das ja auch immer an den Finger gesteckt. Ja, genau. Ist einfach wichtig, ja. Also ich bin per se ein Fan davon. Zwischendurch mal, ich sag mal so Puls und Blutdruck, das sind für mich so Standardwerte, die man gerne mal zwischendurch überprüfen möchte oder überprüfen sollte. Nur, ich habe das nicht so ganz begriffen, wie das der Arzt immer so macht. Weißt du, hier oben mal so an den Hals ran, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, ich finde meinen Puls nicht. Oder hier am Handgelenk. Damit können Sie es natürlich dann doch etwas zuverlässiger und vor allem mit einer hohen Messgenauigkeit. Das wird hier vom Hersteller attestiert, das kann ich auch nur bestätigen. Ganz einfach mal eben nachschauen. Der Gerd aus Einhaus hat es getestet. Nach meiner Lungenoperation kann ich meine Blutsauerstoffwerte selber kontrollieren. Das gibt mir ein Gefühl von zusätzlicher Sicherheit. Das freut mich sehr. Ich
hoffe, dass bei Ihnen alles gut läuft, Gerd. Und gute Besserung nochmal weiterhin von unserer Seite. Und Diana aus Schönebeck ergänzt noch, Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Eigentlich sollte jede Familie dieses Gerät im Medizinschrank haben müssen. Sehe ich ganz genauso. Bei dem Preis von gerade mal 9 Euro kann man sich vielleicht nochmal ein zweites gönnen. Eins für die Hausapotheke und vielleicht ein zweites für unterwegs. NX8740 und die 569 gerne bis zu 5-mal bestellbar. Und wir machen weiter im Countdown mit der 8. Finde ich ja mal was ganz Besonderes. Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Wir haben dieses sogenannte Lichtbogenfeuerzeug und darum geht es jetzt auf Countdown Position Nummer 8 in verschiedenen Varianten für Sie. Und aktuell ist diese Farbgebung violett, weil sie so eine leicht changierende Farbgebung darstellt. Ganz besonders hoch im Kurs bei unseren Kunden. Wir haben es auch, glaube ich, in Schwarz und in Gold. Aber das hier ist momentan mal eine absolute Trendfarbe. Violett sowieso, glaube ich, eine Trendfarbe auch in der Mode jetzt ins kommende Frühjahr, in den Sommer hinein. In verschiedenen Varianten. Und vielleicht passend dazu oder auch ganz einfach nur so, wenn man sich mal was gönnen möchte oder mal ganz einfach ein zuverlässiges Feuerzeug braucht, ist so ein USB-Feuerzeug mit diesem Lichtbogen vielleicht genau das Richtige für Sie. Ostern steht vor der Tür, Pfingsten und so weiter. Vielleicht möchte man da, wenn man Verwandtschaft besuchen geht, mal eine Kleinigkeit in der Hand haben. Da sind vielleicht Raucher dabei oder Kerzenfans. Die können natürlich so ein Feuerzeug hervorragend gebrauchen. Und das übrigens auch im Außenbereich, weil das Schöne ist, mit diesem Lichtbogen hier haben Sie garantiert immer eine vernünftige Feuermöglichkeit für Kerzen oder eben auch mal für eine Zigarette. Ich glaube, wir sind da erwachsen genug für, um auch das mal anzusprechen. Da kann es also ruhig mal ein bisschen stürmischer werden. Gerade im April weiß man ja nicht, wie es mit dem Wetter aussieht. Der macht ja, was er will. Aber eben auch mal so bei so einem leichten Nieselregen, wo vielleicht manch ein Feuerzeug dann doch eher den Dienst verweigert, werden Sie hier sehr viel Freude damit haben. Ich finde es sehr schön. Ich mag diese Farbgebung, wenn man hier mal so im Licht ein wenig schaut. Das wechselt wirklich von einer Position zur nächsten komplett die Farbe, oder? Das stimmt. Ich mag auch dieses Geräusch. Ja. Wenn es wieder zuschnappt. Das ist richtig hochwertig auf jeden Fall. Schauen wir uns doch mal den Preis bei den Kollegen an bei Pearl.de. Und bei den Kollegen von Pearl.de liegt dieses wunderschöne Lichtbogenfeuerzeug in der Premium-Serie. Das heißt, am häufigsten bestellt und am besten bewertet bei 17 Euro. Und das finde ich schon für so ein hochwertiges Feuerzeug sehr, sehr günstig. Wir sind aber in der Countdown-Show auf Countdown-Position Nummer 8. Sie wissen, das ist eine Schnäppchenjagd in anderen Sphären sozusagen. Und deswegen bekommen Sie das Lichtbogenfeuerzeug pro Stück für 8 Euro. Ich erwähne das deswegen, weil Sie gerne hier bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen können. Vielleicht für Sie selber, vielleicht für den Partner noch ein zweites Modell. Und ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne daran, dass als wir das erste Mal dieses Multifunktionswerkzeug vorgestellt haben, dieses Gravierwerkzeug, hat mir Monika mal mein ganz persönliches Exemplar einfach mal graviert. Wäre vielleicht auch eine schöne Geschichte. Mal so als kleinen Ansatz noch mal was Persönliches reinmachen. Bis zu 200 Zündungen finde ich super. Hast du schon mal versucht, ein Einwegfeuerzeug oder ein Feuerzeug im Allgemeinen mit Gas oder mit Benzin zu füllen? Nee, noch nie. Lass es. Ja, ich glaube auch. Deshalb habe ich es auch noch nicht probiert. Aber das hiermit praktischer. Das hat noch nie wirklich funktioniert. Das hier laden Sie ganz einfach am mitgelieferten Ladekabel und an einem handelsüblichen Standard-USB-Netzteil ganz einfach wieder auf. Und mit einem vollgeladenen Akku haben Sie hier locker ungefähr 200 Zündungen zur Verfügung. Und ich glaube, das ist eine wesentlich umweltfreundlichere Variante als diese typischen Wegwerkfeuerzeuge, die man mitunter an den Supermarktkassen findet. Schön sind die nie, und wenn sie leer sind oder fast leer sind, schmeißt man sie ganz einfach weg. Ich finde, das ist für die Umwelt nicht unbedingt gerade ein guter Ansatz. Das hier laden Sie wieder auf und werden sehr viel Freude daran haben. Wie auch der Udo aus Gronau hat auch im Sturm gute Dienste geleistet, schreibt er uns. Und der Christian aus Jena ergänzt, super Feuerzeug, ich möchte es nicht mehr missen. Top-Qualität und meinen Härtetest bei Sturm, Orkan, Schneefall und Regen hat es definitiv bestanden. Durch den schönen Flip-Flop-Lack ist es ein echter Hingucker, auf das man gut aufpassen muss. Was hat der Mann erlebt? Sturm, Orkan, Schneefall, Regen, yes, das du. Ja, wahrscheinlich ein ganz normaler November in Deutschland. NX8776 und die 569, und wir machen weiter im Countdown mit der Position Nummer 7. Das hat mich jetzt zugegebenermaßen mal so richtig überrascht, dass wir in der Countdown-Show dieses Highlight bei uns aus einem
ich sag mal, aus einem Standardartikel eben auch mal in anderen Sendungen, was nicht wertend gemeint sein soll, aber wir zeigen es eben normalerweise auch mal in anderen Sendungen immer wieder sehr gerne, dass das jetzt hier auf Countdown-Position Nummer 7 gelandet ist und dementsprechend für 7 Euro zu haben ist. Wir reden von einer 3-in-1 Multifunktionsleuchte, bestehend aus einem, ja, aus einer Lampe, um es mal einfach so banal zu sagen, entweder in dieser Halterung. Dementsprechend wäre es ein hervorragendes Wandlicht, um mal Stellen auszuleuchten, wo normalerweise ein Oberlicht oder mal eine Stehlampe nicht hinkommt. Treppenaufgänge fallen mir da spontan ein oder auch mal einige dunkle Ecken in der Wohnung, die man ganz gerne mal ein bisschen beleuchten möchte. Sie können diese Multifunktionsleuchte aber auch ganz einfach aus der Halterung rausnehmen, so wie Monika Ihnen das gerade zeigt. Und damit ganz einfach umherwandern. Das heißt, wenn Sie mal eine vernünftige Taschenlampe brauchen, wenn Sie jetzt mal sagen, komm, ich habe das Ding irgendwo neben dem Eingang stehen oder neben der Terrassentür stehen und ich möchte mal eben raus in den Garten, mal gucken, wo der Hund abgeblieben ist oder mal eben raus zum Müllhäuschen oder eben noch mal eine Runde um den Block gehen, haben Sie hier eine zuverlässige Taschenlampe zur Hand. Ich finde das cool, dass der Winkel so ein bisschen nach unten strahlt. Das gefällt mir auch richtig gut. Hat man gut in der Hand, ne? Diesen Strahl einfach richtig gut, natürlich auch auf dem Boden. Gefällt mir auch, dass hier die Halterung mit dabei ist, weil früher brauchte ich auch immer ein Nachtlicht. Mhm. Konnte ich sonst immer nicht schlafen. Und hier kann man es einfach noch mitnehmen, wenn man vielleicht mal in die Küche muss, zum Kühlschrank. Zum Beispiel. Ja. Was zu trinken holen. Damit sind wir übrigens auch bei Funktion Nummer 3. Das heißt, Sie haben hier auch vorne dieser kleine Knopf da, das ist ein Bewegungsmelder. Und wenn Sie dran vorbeilaufen auf kurze Distanz, geht das Licht dann automatisch an. Und wenn die Bewegung dann nicht mehr da ist, das heißt, wenn Sie am Licht vorbeigegangen sind, dauert es noch ein paar Sekunden und es geht dann automatisch wieder aus. Wenn ich jetzt dazu sage, dass wir hier so eine Station haben, bedeutet das aber nicht, dass Sie diese Station zum Laden brauchen. Das wird ganz normal mit einem stinknormalen mitgelieferten Ladekabel und einem ganz normalen handelsüblichen USB-Netzteil wieder mit Strom versorgt. Das heißt, der Akku lässt sich ganz einfach wieder aufladen, ist dementsprechend immer wieder einsetzbar, ohne dass Folgekosten über Batterien entstehen. Und Ihnen steht hier der Akku locker mal bis zu 5 Stunden zur Verfügung. Alleine bei dieser Nachtlichtfunktion, ich meine, so oft steht man jetzt nachts auch nicht auf. Ja? Aber wenn das ein, zweimal passiert, dann ist das Licht mal 30 Sekunden, vielleicht mal eine Minute an, dann geht es wieder aus. Also bis da 5 Stunden rum sind, haben Sie da definitiv ein paar Tage Spaß an einem vollgeladenen Akku. Unabhängig davon finde ich das vom Design her sehr cool. Gefällt mir auch super gut. Die Farbe natürlich auch. Bisschen grau mit weiß. Sieht richtig modern aus und ich glaube, das übersieht man fast auch an einer weißen Wand. Also es macht sich richtig gut in jeder Einrichtung. Also eine richtig gute Figur mit einem ausdauernden Akku und eine richtig außergewöhnliche Optik. 3-in-1 nochmal ganz einfach hier als Wandlicht, wie wir es gerade hier nochmal schön im Bild sehen können. Wie gesagt, für dunkle Treppenabgänge oder für die Stellen, wo man ganz einfach mal zuverlässig ein Licht braucht. Als Nachtlicht über den Bewegungsmelder oder einfach aus der Station rausgenommen, auch mal zuverlässig als Taschenlampe einsetzbar. Normalerweise knapp 15 Euro an jeder anderen Stelle bei uns im Programm. Hier in der Countdown-Show bekommen Sie diesen Top-Artikel für gerade mal 7 Euro, weil wir im Countdown auf Position Nummer 7 sind. Zu bestellen bitte mit der ZX6229 und der 569. Gerne bis zu 5-mal bestellbar. Ich glaube, da wird man viele Einsatzmöglichkeiten finden. Auch mal rund ums Haus drüber nachdenken, Garage und dergleichen. Wäre vielleicht auch noch mal ein Thema. Der Countdown geht weiter mit Countdown-Position Nummer 6. Wir sind noch nicht ganz im April angekommen, aber ich habe das Gefühl, das ist Aprilwetter da draußen. Ja, ich oder? Auch. Das ist ganz wichtig, was wir jetzt hier haben. Ja. Wie oft wurde ich schon nass in der letzten Zeit? Ich bin nass, durchgefroren, ich habe geschwitzt, es war so ziemlich alles mit dabei. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, ich schwitze ja lieber, als dass ich friere. Mhm. Ja? Aber das ist vielleicht ein anderes Thema für ein intimeres Gespräch. Aber wir haben jetzt hier eine fantastische, sagen wir mal, eine Wetterstation in klein, wenn man so möchte. Das ist eine Uhr mit einer Weckerfunktion, gleichzeitig aber auch ein Thermometer und ein Hygrometer. Und das Schöne ist, auch ein passender Außensensor ist mit dabei. Das heißt, Ihnen wird die Temperatur im Innenraum dort, wo Sie es aufgestellt haben, in dem Raum natürlich angezeigt, aber auch über den Außensensor die Temperatur außen. Und das kann ja in diesen Tagen durchaus mal trügerisch sein. Gleichzeitig bekommen Sie aber auch die Luftfeuchtigkeit im Innern des Raumes. Ich bin beruhigt zu sehen, dass wir hier bei ungefähr 43% sind. Das macht also einen sehr guten Eindruck. Das ist ungefähr so das, was man haben möchte. Alles so zwischen 30 und alles so zwischen 40 und 55% ist eine perfekte Luftfeuchtigkeit im Raum. Dann beugt man natürlich auch der Schimmelbildung vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht.
manchmal guckt man raus und das Wetter ist hier wirklich irreführend. Ja? Du guckst raus und denkst, Mensch, Sonne, klasse, wo sind meine T-Shirts? Aber schweinekalt. Aber es ist, ja. Ja. Es ist dann wirklich... Stimmt. Kalt, wenn man, es ist frisch. Es ist frisch, frisch. Genau, es konserviert ein Stück weit. Moins, ich habe heute Morgen meine Frontscheibe freikratzen müssen. Mein Auto war noch gefroren und ich bin bei 14 Grad im Laufe des heutigen Mittags dann hier zum Sender gefahren. Ja, das war mal ein Temperaturunterschied, das muss der Körper erstmal wegstecken. Und wenn du dann natürlich die falsche Kleidung anhast oder vielleicht die dünne Jacke nimmst, die Übergangsjacke und nicht die dicke Winterjacke, dann kommt man natürlich auch mal ganz, ganz schnell ins Frieren. Ich finde die sehr schön und ich habe festgestellt, ich kann sie ablesen, ohne meine Brille aufzusetzen. Und das heißt was? Das stimmt auf jeden Fall. Super clever natürlich hier so eine Wetterstation zu haben oder ein digitales Thermometer vielmehr. Mhm. Ziffernblatt gefällt mir richtig gut. Man sieht natürlich hier alle Daten und Fakten, die man braucht. Und da weiß man auch, was man natürlich anziehen muss. Und du hast recht, die Größe ist perfekt. Hat ja auch noch so einen schönen Ständer, damit man das auch noch aufstellen kann. Ja. Aufhängen oder aufhängen, ja stimmt. Ja. Dadurch, dass eben eine Uhr und auch eine Weckerfunktion mit dabei ist, hat man natürlich hier auch mal eine sehr schöne Uhr oder mal einen Wecker eben auch mal für den Nachttisch. Wir gehen jetzt stramm aufs Wochenende zu. Wenn du dann morgens dann so reinblinzelst und siehst draußen 3 Grad über 0 an so einem Sonntagmorgen, könnte ich in die Versuchung geraten, mich einfach noch mal rumzudrehen oder beim ersten Kaffee unter der Decke zu nehmen. Ja. Oder? Ja. Würde ich auch genauso machen. Sie bestimmt auch. Ja. Ja, sehr schönes Teil. Der Holger aus Hainburg hat es auch getestet. Verwende es im Wohnmobil, schreibt er uns. Hierfür ist es gut geeignet für die wichtigsten Daten. Ist natürlich auch ein Punkt, wenn Sie unterwegs sind. Wir erwähnen gerade in den letzten Tagen immer ganz gerne wieder Ostern und Pfingsten. Bis Ostern sind es keine 3 Wochen mehr. Und da möchte man vielleicht dann doch ganz gerne wieder mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Oder ganz einfach mal los, vielleicht aber wieder ins Ferienhäuschen. Oder vielleicht auch mal irgendwo anders hin und dann hat man hier mal eine zuverlässige Wetterstation. Übrigens 2 Meter Verbindungskabel bis zum Außensensor. Und das Kabel ist so dünn, dass Sie es ohne weiteres durch ein Fenster legen können. Selbst bei geschlossenem Fenster werden Sie da nichts merken, dass irgendwie eine Dichtigkeit vom Fenster oder sowas nicht mehr vorhanden ist. Also wirklich ein toller Artikel mit der NX 8112 und der 569. Reden wir kurz über den Preis. Countdown Position Nummer 6. Das heißt, Sie kriegen den für 6 Euro. Eine Wetterstation für 6 Euro muss dann an anderer Stelle mit der Lupe suchen. Weiter geht's im Countdown mit Countdown Position Nummer 5. Jetzt will ich versuchen zu sagen, haben wir nicht alle manchmal eine Schraube locker? Haben wir, ja. Das stimmt. In meinem Fall stimmt das zu 100%. Und hier können wir dann mit 61 Teilen die wieder festdrehen. Ganz genau so ist das. Mal gucken, ob wir für mich eine passende finden. Ja, so. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie haben hier ein 61-teiliges Bit-Set. Und machen wir uns nichts vor, das war natürlich jetzt gerade so ein bisschen provokant formuliert, aber genau so ist es doch, wenn man das nicht auf den Menschen, sondern auf Gegenstände umlegt, dann weiß man, was ich gerade gemeint habe. Jeder hat mal einen losen Griff irgendwo an der Küchenschublade oder irgendwo an einem Spielzeug oder irgendwo an einem Regal oder sonst irgendwas. Ja, und dann hast du da irgendeine kreuzgedoppelt gedrehte Schriemerpoolschraube oder sowas drin. Und dann find mal den richtigen Schraubaufsatz. Ja, dann möchtest du ganz einfach mal eben 1-2 Umdrehungen machen, um das Ganze wieder festzukriegen. Und dann hast du irgendeine Spezialschraube oder sonst was drin mit einem Profil, was vielleicht keiner als Schraubendreher ganz einfach zu Hause hat. Und hier hast du ein 61-teiliges Set, übrigens aus Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl, das heißt extremst widerstandsfähig, wenn man es aufbekommt. Also, so. Und das Ganze natürlich auch mit einer magnetischen Bithalterung. Schau mal hier, das heißt, du kannst auch über Kopf arbeiten. Mhm. Passt also entweder auf so einen Handdreher, ja, mit so einem entsprechenden Aufsatz oder auf jeden handelsüblichen Akkuschrauber drauf. Finde ich klasse, ich finde, die sind super sortiert. Da kann man also sofort sehen, aha, eine kleine Größe, eine größere Größe. Hier haben wir die Kreuzschlitz, da sind die Schlitz, da sind die Innensechskant, die Torx sind auch mit dabei. Also so auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist wirklich alles mit drin, was ich so im Bereich Schrauben bei mir zu Hause im Haushalt habe. Ja, finde ich auch. Man braucht immer irgendwas und wenn man dann einzeln immer zum Baumarkt muss, das wird bei weitem teurer als 5 Euro oder es wird teurer, ehrlich gesagt. Ja. Sowas zu Hause zu haben, perfekt, vielleicht auch als Geschenk, wenn vielleicht jemand gerade in eine neue Wohnung gezogen ist oder das erste Mal umgezogen ist oder ausgezogen. Weiß ich noch, bei mir, ich hatte gar nichts an Werkzeug. Das ist doof, oder du rennst für jeden Hammer, du rennst für jeden Schraubendreher und für jede Schraube nochmal extra zum Baumarkt.
Und meistens fällt einem dann auf, am Sonntagnachmittag oder so, ja. Was einem dann gerade für einen Schraubendreher fehlt. Oder dass dann dieses oder jenes noch angeschafft werden muss. Bombs, da musste montags wieder arbeiten und dauert wieder richtig. Eine Woche, bis es dann wieder festgemacht ist. Hier haben Sie wirklich alles mit drin. Und auch der Heine aus Badenweiler hat es getestet. Super praktisch, sagt er, für alle Anwendungen ein Bit vorhanden. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Bitte wichtig, gerade bei so einem Preis, mal so von 10, 12 Euro, mal für so ein 10-teiliges Bitset irgendwo mal im Baumarkt an der Kasse, achten Sie da mal ein Stück weit auf die Qualität. Denn nicht nur Schrauben können durchdrehen, auch so Bits, wenn Sie nicht unbedingt gerade in so einer Werkzeugstahlqualität sind, nutzen sich dann irgendwann mal ab. Das ist wie bei anderen Dingen im Leben auch. Hier haben wir Chrom-Vanadium-Stahl, das heißt, selbst dann, wenn Sie sie mehrfach verwenden, viele Umzüge oder wenn Sie vielleicht sogar im DIY-Bereich, im Do-It-Yourself-Bereich unterwegs sind und häufiger mal solche Bits brauchen, wenn Sie damit sehr, sehr glücklich werden. Also ich glaube, für 5 Euro vergibt man sich da nichts, da vielleicht auch mal einem guten Freund, einem Arbeitskollegen oder dem netten Nachbarn, der Ihnen vielleicht gleich gelegentlich auch mal ausgeholfen hat, mal eine kleine Freude zu machen. Und so ein Bitset kann wirklich jeder im Haushalt gebrauchen. Übrigens, meine Damen, auch Sie, ja, wenn mal irgendwas ist, ja, und es ist vielleicht kein Handwerker oder so in der Nähe und Sie möchten ganz einfach mal eben eine Schraube festdrehen und Sie haben den richtigen Bit nicht zur Hand, ist das ärgerlich. Funktioniert also auch hier mit so einem Bitset ganz hervorragend. Ist ein Preishit bei unseren Kollegen von Pearl.de, aber wir kriegen es hier in der Countdown-Show noch mal günstiger hin. Wir sind im Countdown auf Position Nummer 5 und deswegen bekommen Sie ein 61-teiliges Bitset für gerade mal 5 Euro. NX 58, 52 und die 569. Und der Countdown geht weiter mit Countdown Position Nummer 4. So, wir hatten es mit dem Wetter. Ja. Ja? Jetzt haben wir es mal mit Erkältungen und so weiter. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist Erkältungssaison. In meinem Bekanntenkreis sind sie alle am Schnorcheln, am Schniefen. Haben keine Stimme oder husten dir die Hucke voll, wenn du mit ihnen telefonierst. Wie sitzt? Aufpassen. Im Moment ja. Im Moment muss man wirklich höllisch aufpassen. Dann kann ich dir empfehlen, jeden Tag schönes, frisches Obst oder? Zu pressen. Ja. Das ist gut, nämlich für die Vitamine im Körperhaushalt, ja. Macht schon Sinn, ja. Vor allen Dingen frisch gepresst. Natürlich gibt es das Ganze abgepackt im Tetrapack oder sonst irgendwas. Nein. Aber ich habe immer das Gefühl, das ist irgendwie nicht das Gleiche. Schmeckt zwar, aber richtig gesund, finde ich, ist es immer frisch gepresst am besten. Und deswegen möchten wir Ihnen ganz gerne hier eine Zitrus- bzw. Saftpresse anbieten. Und wir haben diese Saftpressen aus Metall, aus festem Metall, in verschiedenen Größen im Programm. Ich habe mit Rebecca mal eine gezeigt, die hatte 7 cm vom Durchmesser. Die war mehr so für Limetten oder für Zitronen. Diese ist etwas größer, falls es Ihnen schon aufgefallen ist, mit 8,5 cm. Passen da also auch schon mal entsprechende Orangen mit rein. Und man soll es gar nicht glauben, wenn man den so sieht. Ich war ja sehr skeptisch. Ja, das ist auch so eine Quetsche, so ein Drehding da zu Hause. Ja, eine elektrische für 2, 3 Orangen oder was, für ein Glas Orangensaft am Morgen machst du die nicht schmutzig. Aber dieses Drehding, da ist unglaublich schwierig zum Reinhalten. Ja. Und zum anderen, gib mir das aufs Handgelenk. Also wenn du mal so 2, 3 Orangen plus eine Zitrone gedreht hast, dann merkst du schon richtig, ja, aua. So, und hier haben Sie ganz einfach eine tolle Möglichkeit, über die Hebelwirkung die Orange reinzulegen. Zack. Und dann drücken Sie quasi einfach nur hier mit beiden Händen fest zusammen. Das geht fast ohne jegliche Anstrengung. Und ich war überrascht, wie viel Saft da rauskommt. Mhm. Und es spritzt nicht. Das ist richtig. Und das geht nicht aufs Handgelenk. Das ist super einfach. Ja. Ich habe letztes Wochenende auch frisch gepressten Orangensaft getrunken. Ich liebe das. Sehr gut. Das schmeckt ganz anders, oder? Ja, schmeckt richtig gut. Nimmst du die Orangen direkt aus dem Supermarkt und presst sie dann oder lässt du sie noch 2, 3 Tage liegen? Nee, ich lasse sie noch ein bisschen liegen. Dann werden sie noch süßer, ja, oder? Ja, richtig. Ja. Wie gesagt, noch ein bisschen Limette oder noch eine Zitrone rein oder sowas sauer macht lustig. Und dann haben sie vielleicht für ihren Vitaminhaushalt auch genau das Richtige getan. Ich finde die Farbe großartig. Ja, sieht richtig peppig aus. Kann man sich auch hinhängen einfach. Ich finde, Küchenartikel dürfen mal peppig sein. Ja. Die dürfen auch mal orange, die dürfen auch mal rot oder gelb oder grün oder sowas sein. Finde ich sehr, sehr cool. Manch einer hat ja so eine Wand, wo so verschiedene Küchenutensilien so dranhängen, wo auch mal ein Löffel, eine Schöpfkelle und so weiter hängt. Da kann man natürlich jetzt hier auch mal so einen richtig coolen orangefarbenen Saftpresser einfach mal daneben hängen. Ist ein sehr cooles Teil und ich habe selber die Erfahrung gemacht, einfach mal eben mit warmem Wasser drüber. Ja. Die haben mal kurz ausgeschüttelt, hingelegt, fertig. Ist entsprechend rostfrei das Ganze und extrem widerstandsfähig und durch diese Hebelwirkung kriegt man da also wirklich rucki zucki mal eben so 2, 3 Orangen mit ausgepresst. Mhm. Und es ist super lecker dann. Und es schmeckt. Ja. Finde ich sehr cool. Also jetzt hätte ich irgendwie Bock auf so ein Glas frisch gepresster Orangensaft. Mhm. Ja? Also
mal so an so einem, an so einem Sonntagmorgen. Wir haben es in den letzten Tagen häufiger so mit Frühstück im Bett und sowas, ne? Ja, auch dafür, natürlich, perfekt. Also, wenn man sich die Mühe machen möchte, wobei hier hat das nichts mit Mühe zu tun, hier geht es einfach nur um einen vernünftigen Vitaminhaushalt für Ihren Körper, dass das, was Gutes ist für Ihren Körper, muss Ihnen kein Mediziner sagen, das wissen Sie selber mit Sicherheit auch am besten und damit gelingt es schlicht und ergreifend mühelos. Ergiebiges Auspressen und wenig Spül, habe ich mir noch notiert. Genauso ist das. Also schon ein absoluter Preishammer, finde ich, für unter 10 Euro bei den Kollegen von Pearl.de. Wir sind im Countdown auf der 4 und deswegen kriegen Sie die coole Saftpresse gerne bis zu 5 Mal bestellbar für gerade mal 4 Euro das Stück. Die Bestellnummer ist die NC5899 und die 569. Der Countdown geht weiter mit Countdown-Position Nummer 3. Osterei? Ja, komm. Sieht also, ja, so aus. Ja, ja. So. So, jetzt pass auf. So. Sie wissen bitte, liebe Zuschauer, ich habe Ihnen eingangs gesagt, dass Sie die Countdown-Positionen 3, 2 und 1 bitte nur einmal pro Besteller ordern dürfen. Aber das lohnt sich in der Regel ganz besonders, weil wir hier ein super Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und jetzt haben wir einen Messerschleifer speziell für Stahlklingen. Und ich glaube, jeder, der schon mal, jeder wird Messer in der Küche haben. Das ist eine blöde Aussage jetzt hier. Aber ich glaube, jeder, der schon mal ein Messer mal über mehrere Wochen oder Monate benutzt hat, wird dann irgendwann feststellen, irgendwann sind die Dinger auch mal stumpf, oder? Und es gibt nichts Schlimmeres. Fürchterlich. Als ein stumpfes Messer. Ich habe einen sehr, sehr schönen Messerblock. Jetzt mittlerweile auch, wohne ich auch schon seit anderthalb Jahren in meiner Wohnung. Habe ich mir neu gekauft, als ich eingezogen bin. Mhm. Aber ich stelle fest, dass die Messer immer stumpfer werden. Die sind ständig in Gebrauch. Ja, das ist auch keine Schande, dass das mal passiert. Aber es gibt dann wirklich gerade hier bei so einer Tomate oder auch mal beim Gemüseschneiden oder beim Fleisch, wenn du aus so einem schönen Hähnchen, ein Stück Hähnchenbrust oder was ein Geschnetzeltes machst, wenn du dir da so einen abhobelst mit den ungeschnitten oder mit den stumpfen Messern. Ja? Mhm. So, ich hätte keine Ahnung, wo ich hingehen müsste, um einen Messerschleifer zu finden. Ich weiß gar nicht, ob es diese Berufsgruppe heutzutage noch gibt. Weiß ich auch nicht. Nee, ne? Deswegen mal einen vernünftigen Messerschleifer jetzt hier, speziell für die Edelstahlmesser. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Aufsetzen, geht das auf diesem Tisch hier und festzurren. Mhm. Jawohl, funktioniert. So. Auch im Weltraum. Hält sogar im Weltraum, ja. Kann also auch in der Schwerelosigkeit des Raums nicht eben so weggehen. Und jetzt können Sie natürlich hier mit einer sogenannten Wolfram-Karbid-Schleife mal richtig ordentlich Ihre Messer wieder schleifen. Ich glaube, den werde ich mir auch mal bestellen. Wie gesagt, mein Messerblock hat echt schwer gelitten. Gerade die großen Messer, immer so zum Pizzaklein schneiden und so weiter. Oder eben auch mal um Fleisch zu zerteilen. Käse, ich liebe ja den Weichkäse. Mhm. Ja, den kann man natürlich auch mal mit einem scharfen Messer deutlich besser schneiden als mit einem stumpfen. Dass Sie scharfe Messer in der Küche brauchen, das wissen Sie selber. Und damit kriegen Sie die jederzeit wieder scharf. Bitte ausschließlich für Edelstahlklingen, für Keramikklingen, die auch irgendwann mal stumpf werden können. Ja, haben wir andere Messerschleifer im Programm, nicht an dieser Stelle. Aber wenn Sie da was Spezielles brauchen, bitte einfach mal das laufende Programm verfolgen oder gerne mal schauen unter pearl.tv. Das hier ist speziell für Edelstahlklinge mit einer glatten Schlinge gedacht, Und ein sehr, sehr schönes Modell mit dem Saugfuß ist das auch eine sichere Angelegenheit. Klar, wenn die Messer so scharf sind, sollte das auch sicher und stabil stehen, damit da keine Verletzungsgefahr besteht. Bestellnummer ist die NC2208. Und die 569, auch unsere Kunden sind voll des Lobes, bitte nur einmal pro Besteller, aber das für gerade mal 3 Euro. Der Countdown geht weiter mit Countdown-Position Nummer 2. Ich war viele Jahre ein Fan von Bargeld. Ich habe heute immer noch ganz gerne ein bisschen Bargeld in der Tasche. Mhm. Aber ich habe festgestellt, seit diesem Corona-Zeugs, habe ich mir angewöhnt, Karte zu bezahlen. Oder? Ja, das geht mir ähnlich. Da ging ja nichts anderes. Da musste man ja vermehrt mit Karte zahlen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Mache ich auch sehr gerne. Aber wir wissen ja mittlerweile, dass man das sogar auch nur draufhalten muss. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen... Es sind schwierig. Die Tücken des Systems. Es gibt ja nichts Positives, ohne dass auch gleich irgendwo eine Schattenseite dabei ist. Und die Schattenseite sind diese Chips auf diesen Karten, diese Mikrochips.
Auf diesen Mikrochips sind natürlich entsprechende Daten gespeichert und das nennt man mitunter ganz gerne auch schon mal Identitätsklau, wenn es einige dann doch eher etwas krumm gepolte Menschen dann doch etwas zu genau nehmen und diese Chips auslesen. Und deswegen gibt es diese RFID-Schutzcases, so nenne ich sie jetzt einfach mal, wo sie all diese Chipkarten, das heißt ihre EC-Karte, ihre Kreditkarte, ihre Krankenkassenkarte und vieles, vieles mehr mal unterbringen können, so, dass dann eben nicht mal irgend so ein Hi-Yupai mit seinem Handy und einer Handy-App mal auf 2-3 Meter Entfernung an ihnen vorbeilaufen kann, um ihnen quasi ihre Daten zu klauen. Ich finde das ätzend, auch da wieder Ostern, Pfingsten, Sommerferienzeit ist auch nicht mehr allzu lange hin. Sie merken, ich brauche Urlaub und freue mich auch schon drauf, aber da ist man natürlich auch wieder mit vielen Menschen unterwegs, die Pandemie ist vorbei und dann tummeln sich die Leute wieder, gerade in den Touristenhochburgen. Und ich garantiere Ihnen, da ist irgend so ein komischer Vogel dabei, der vielleicht mal nichts Gutes im Schilde führt. Ja. Und bis 50 Euro kann man so eine Karte natürlich auch mal entsprechend auslesen und belasten, ohne dass das großartig mit PIN-Nummer und so weiter passieren muss. Deswegen schützen Sie sich vor solchen krummen Vögeln und sorgen Sie dafür, dass all Ihre Karten geschützt sind. Bis zu 6 Karten passen hier rein und das Ganze sieht dann auch edel aus vom Design her und ist ausgesprochen robust. Jetzt kann das Handy davor halten, so viel wie er will. Da passiert gar nichts. Wichtig, praktisch, günstig, weiß auch der Kai aus Böcklum zu schätzen. Und ich habe nicht nur meine EC-Karten im Etui, schreibt uns der Herbert aus dem schönen Hannover, sondern auch meinen Personalausweis und Führerschein. Es passt in die kleinste Tasche meiner Arbeitshose. Somit habe ich alle wichtigen Karten bei mir. Ja, die Männer kennen das, ja, die EC-Karten, Kreditkarten, Krankenkassenkarte, Führerschein in Scheckkartenform, im Portemonnaie. Spätestens nach einem halben Jahr, nach einer langen Autofahrt, sind die Dinger irgendwo gebogen und dann irgendwann auch mal kaputt. Hier mit so einem schönen Etui ist das Ganze natürlich auch noch geschützt. NX 9446 und die 569 ist dafür die Bestellnummer. Sie denken bitte dran, nur einmal pro Besteller, aber dafür für gerade mal 2 Euro. Das sollte Ihnen die Sicherheit ohne weiteres wert sein. Und wir sind im großen Finale auf Countdown-Position Nummer 1. Jetzt einen, ja, nennen wir ihn Tablet-Ständer. Aber natürlich geht es hier nicht nur um die Möglichkeit, ein Tablet mal nicht einfach nur so auf den Tisch zu legen, dass man manchmal so darüber hängt mit so einem steifen Nacken. Es geht hier um die Tatsache, dass Sie so ein Tablet aufrecht hinstellen können. Ja? Tablet sagt Ihnen was, muss ich glaube ich nicht großartig erklären. Sie kennen dieses Prinzip, die etwas größeren Smartphones, wenn man so möchte. Viele nutzen aber auch die entsprechenden E-Book-Reader. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass man so einen E-Book-Reader auch gerne mal wie so ein Buch quasi hier so aufstellen kann. Und das Ganze also entweder längs oder quer und natürlich das Ganze auch im Winkel verstellbar, so wie man das eben haben möchte. Finde ich unglaublich praktisch. Manchmal möchtest du ganz gerne mal eine Tasse Kaffee dabei trinken oder mal was essen und dich dabei trotzdem ein wenig unterhalten. Oder du hast mal in der Küche mal ein Küchenrezept oder was offen. Dann kannst du es hier so auf diesen Standfuß neben dich stellen. Ja. Bei dem E-Book-Reader großartig, kannst dich entspannt hinsetzen, hast die Hände frei, auch mal für eine Tasse Tee oder für was zu trinken. Und dann haben sie trotzdem hier quasi ihre aufgeschlagene Buchseite in digitaler Form zur Hand. Alles machbar. Ich behaupte sogar, den könnte man auch mal für ein Buch nehmen. Bestimmt. Habe ich noch nicht getestet, aber möchte ich wetten. Ja, oder? Aber weißt du, was ich klasse finde? Für 1 Euro. Das ist ja Wahnsinn. Damit spart man sich Stress, Nackenschmerzen. Ich lehne mein Tablet immer an meiner Tasse an, das rutscht immer runter. Also es ist nur clever, jetzt hier wirklich zuzugreifen. Das geht mir ehrlich gesagt so bei so Videotelefonie und so weiter. Ja, dann stelle ich mein Handy normalerweise auch irgendwie gegen eine Blumenvase oder sowas und irgendwann patsch. Ja. Fällt das entsprechend auch mal um, das muss nicht unbedingt sein. Das ist Komfort pur und das kleine Kerlchen können Sie so entspannt zusammenfalten, dass Sie schon fast in der Hosentasche mitnehmen können. Der wiegt also fast gar nichts und ist wirklich hervorragend und schnell einsatzbereit, ohne Werkzeug oder sonst sowas. Einfach nur die beiden Füße auseinander, zack, die Klappe hinten hoch und das in den Winkel eingestellt, so wie Sie es am besten haben möchten. Der Rolf aus Tettnang hat es getestet. Ich benutze den Ständer auch, wenn ich auf dem Sofa sitze und das Tablet benutze. Das freie Halten des Tablets hat manchmal zu leichten Schmerzen im Unterarm. Der haltenden Hand geführt. Nun liegt das Gewicht des Tablets auf dem Oberschenkel. Mhm. Ja, auch eine Richtig Idee. Richtig clever, die Lösung. Muss ich auch mal den Standfuß hier auf den Oberschenkel. Ich würde es auf den Tisch stellen. Mhm.
aber jeder nach seinem Fasson. Ja? Ich habe aber noch eine Kundenstimme vom Kurt aus Edenkoben. Endlich mal eine Halterung, bei der man nicht die Hülle entfernen muss. Zu einem super Preis. Ja, das ist so. Bei vielen Hüllen hast du dann immer noch mal so eine Umverpackung oder was rum. Oder musst einfach schrauben oder drehen, fest fixieren. Also ein Krimskrams. Das gar nicht. Kannst auseinanderziehen, wups, den Winkel einstellen und passt. Ich behaupte sogar, wenn du die Füße so ein bisschen enger zusammenstellst, kannst du das gleich auch mit einem Handy machen. Bin ich mal für gescholten worden, ich habe es trotzdem mal ausprobiert und auch das hat funktioniert. Klar. Gerade um das Thema Videotelefonie nochmal anzusprechen. Ja. Für einen Euro, wir sind im Countdown, im Finale auf Countdown-Position Nummer 1. Und das hier nehmen Sie doch mal mit für einen schlanken Euro. Ja, klein faltbar das Ganze und leicht und vor allen Dingen rutschfest auf dem Tisch verteilt. Da kann also wirklich gar nichts mehr passieren. Bestellnummer ist die SD2200. Und die 569. Damit sind wir am Ende unserer Countdown-Show für heute angekommen. Ich sage Dankeschön, Monika. Danke dir. Danke für Ihre zahlreichen Bestellungen und für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir wünschen Ihnen viel Freude im weiteren Programm von Pearl TV.